Arbeit, die wir machen, also diese experimentelle Forschung, man kann es Designforschung nennen. Wir nennen es gerne Alchemie. Das Projekt heißt ja auch Alchemie. Die Algen haben wir aus dem Fraunhofer-Institut bekommen. Das sind eben Einzeller, das heißt Mikroalgen. Man sieht sie kaum, es sind eben diese kleinen Partikel. Jede Spezies hat eigentlich eine eigene Farbigkeit. Für uns als Gestalter war das der Faszinationspunkt, dass eben diese Farben nicht nur grün sind und dass etwas passiert und dass die Drucke, die wir angefertigt hatten, einige Tage im Sonnenlicht lagen und auf einmal völlig andere Farben angenommen hatten, was wir so nicht erwartet haben. Und ja, solche Entdeckungen kann man eigentlich nur durch die Unfälle, die auch im alchemistischen Labor passieren, entdecken. Was diese Algen benötigen, um zu wachsen, ist CO2. Das bekommen sie hier durch die Röhre. Und unsere Atemluft liefert genug CO2, um diese Algen wachsen zu lassen. Und dann geht es weiter mit dem Filtering, mit der Vorbereitung der Druckpaste und Abschluss der Druckprozesse. Die Algen sterben tatsächlich in einem Anrühren der Farbe. Das Interessante ist aber, dass gerade dieser Prozess des Sterbens die Farbveränderung mitbedingt. Das heißt, das lebende Material wird zu einer Druckpaste umgewandelt und die Reaktion mit Sonnenlicht, die Oxidation der Farbe, führt dazu, dass es Farbumschläge gibt. Und die waren für uns eigentlich das Spannendste. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiges Verständnis von Farben, die irgendwie für Jahrzehnte die gleichen bleiben sollen, also lichtecht sein sollen, wenn wir unsere Klamotten aber nur 3 Jahre tragen? Es ist von uns eigentlich auch eine Art Vorschlag an die Industrie, was wäre, wenn, es ein Szenario oder eine Utopie, in der wir denken. Was wäre, wenn unsere Kleidung nicht mit vielen Chemikalien für immer haltbar gemacht wird und gleichzeitig sich aber die Tragzeit, die Halbwertszeit der Kleidung immer mehr verkürzt. Ist das nicht eigentlich absurd? Das ist genau die Farbe, die wir heute gedruckt haben, aber eben nach einer ganzen Zeit im Sonnenlicht. Das heißt, die wird eben blau und verändert sich genauso. Dieses Rot, was man hier sieht, ist ja extrem intensiv, das durchlebt einen Wandel. Eine Idee des Storytelling durch Design, durch ein Produkt und eine emotionale Verbindung, die der Konsument eigentlich damit eingeht und dazu entwickelt und dadurch vielleicht das Produkt auch länger besitzen möchte.